lauter Steine oder wie? Sie werden sich interessiert, die haben gerade während dem Klettern solche Klettersteighandschuhe an. Die eignen sich auch ziemlich gut, gerade hier in dem Gelände. Man hat hier so eine reibungsfeste Fläche drauf. Da kann man sich richtig schön reingreifen. Das hält richtig gut. Man kann sich kaum schneiden. Hier vorne sind die Fingerkuppen frei, dass man schön einen Stein fühlen kann. Man hat trotzdem einen richtig guten Griff. Also solche Dinger taugen es echt. Wir haben uns hier gerade den kleinen Gipfel hinter uns gelassen und sind hier auf dem Grat weiter auf dem Weg. Wir gucken, dass wir da vorne drüber kommen und dann geht es jetzt hier links nach oben. Da müssen wir hinten, glaube ich, noch ein bisschen klettern und dann geht es da weiter hoch. Da ist die Kamera zwischendurch noch ein bisschen laufen, dass ihr hier die Eindrücke bekommt, wie das so von der Schwierigkeit ist, dass ihr euch selber mal ein Bild davon machen könnt.
sehe jetzt hier, hier ist so ein Knubbel und dann geht es links dran vorbei, runter und wieder hoch. Ich würde uns, euch nicht empfehlen, hier hoch zu klettern, das ist nämlich vermutlich ein Umweg. Also hier links dran vorbei und dann kommt ihr auf den Grat da unten wieder. Also wir sind jetzt gerade vom Pit San Gian da drüben hier rüber geklettert auf den Pit Surlesch und anscheinend soll da drüben der Pit San Gian 50 Meter tiefer sein wie der Pit Surlesch hier, was aber visuell gar nicht hinkommt. Das ist uns noch ein Rätsel und vielleicht sieht man es auf der Kamera da hinten, also ganz ganz hinten ist noch der Pitzmädchen, dann sind wir hier über diesen langen Kamm, über die ganzen Zacken, hier rüber geklettert. Und jetzt kommt noch ein ziemlich langer Abstieg. Wir schauen, dass wir hier runterkommen
dann soll anscheinend hier irgendwo ein Weg runtergehen und dann kommt man hier vorne wieder nach St. Moritz runter. Also, dann begeben wir uns mal auf den Abstieg. Wenn noch irgendwas Spannendes sein sollte, gebe ich euch Bescheid. Also wir sind gerade mitten im Abstieg vom Piz zur Lesch. Wie ihr seht, geht es hier verdammt steil runter. Ich habe so extra die Stöcke ausgepackt, um einfach noch zusätzlichen Halt zu bekommen, dass es ein bisschen einfacher ist. Und hier ist wirklich nur Geröll. Da ist kein einziger Stein irgendwie fest, in Ansatzweise. Jetzt versuchen wir es gerade hier irgendwie runter zu hangeln. Schlecht. Ganz hier drüben kommt einer, der Bosch ist aber ungefähr einen Meter bis hier rüber, da kommt was kommen. Da drüben, bei dir. Da Hane, hier, da, hier unten. Da ist doch was. Also das war's mit unserer Rossatsch-Überquerung. Wir haben jetzt ca. 9 Stunden für die Tour gebraucht. Es sind teilweise ziemlich gute Einzelstellen dabei beim Klettern. Es gibt keine Seile oder versicherte Stellen, also man ist wirklich ungesichert über die komplette Kette drüber. Ich stehe jetzt hier momentan am Eingang oder am Start der Tour zum Piz Mezdi hoch. Das ist hier dann daneben ist ein Spielplatz, also hier geht's hoch. Also ich kann nicht sagen, die Tour ist verdammt cool. Man hat oben echt einen super Ausblick auf den Bernina rüber oder aus Bernina Gebirge rüber. Also echt sehr cool, aber man ist teilweise echt verdammt aufpassen, aber ansonsten war die Tour echt top. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Und wenn ihr mehr von diesen Videos sehen wollt, dann gebt dem Kanal ein Abo und dann sehen wir uns bei der nächsten Tour wieder. Bis dann!